Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Repräsentantenhaus beschließt neue Sanktionen gegen Russland. Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit für weitere Strafmaßnahmen. Der US-Senat muss noch zustimmen. Die Sanktionen könnte Präsident Trump nicht ohne weiteres aufheben. Etappensieg für Gesundheitsreform der US-Republikaner. Im Senat stimmte eine knappe Mehrheit für neue Beratungen. Mitentscheidend war die Stimme von Senator McCain, der sich erst vor wenigen Tagen einer Hirnoperation unterzogen hatte. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Flüchtlingskrise 2015. Dabei geht es um die Frage, ob Kroatien Migranten in Nachbarländer schicken durfte. Zudem wird ein Gutachten über Klagen gegen die Verteilung von Flüchtlingen in der EU erwartet. Überflutungen nach Dauerregen. Vor allem in Thüringen und Niedersachsen drohen Bäche und Flüsse über die Ufer zu treten. Die Stadt Hildesheim hat sich vorsorglich auf Evakuierungen vorbereitet. Die deutschen Fußballfrauen stehen im EM-Viertelfinale. Im letzten Gruppenspiel besiegte das Team Russland mit 2:0. Zwei Elfmeter durch Peter und Moroschan sicherten den Gruppensieg. Nächster Gegner ist Dänemark. Das Wetter. Heute vor allem im Osten und Süden noch länger andauernde Regenfälle. Im Westen und Nordwesten freundlicher und nur einzelne Schauer. Höchstwerte 12 bis 24 Grad.